said it was near the lake, so we must be close. Whoa there. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück hier bei meinem Let's Play zu Red Dead Redemption 2. Jo, machen wir weiter an der Stelle hier. Okay. All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little. See if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Alles klar, dann schauen wir uns mal die aktuelle Lage hier an. There they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Ah, okay. Ich kann also selber hier im Fernglas gucken. Dann gucken wir mal, wo überall die Leute stehen. Ich hätte gedacht, hier oben steht auch einer. Na, schauen wir mal. Who's he talking to? He don't seem very happy. No. Ah, okay. They leaving? Seem to be. Should we go get them? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. Ja. Gute Strategie. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. All right. Let's go pay our old friends a visit. Don't forget to grab that rifle from your horse. You boys be ready to pick them off from up there. Ja, wir haben ja jetzt genau. Wir haben ja jetzt diese schöne Longneck hier von ihm gekriegt. Was haben wir denn hier noch? Langwaffenrücken? Schulter. Okay. Are you hearing me? You're going to need that rifle. Ja, ich weiß, es war die falsche. Jetzt macht er das wieder nicht. Quick, grab that repeater and let's get moving. Ja, aber kann ich das denn jetzt hier wieder wegstecken? Jawohl, genau. Gut. Alles klar. Ja. Gut, er schultert sie. It's easiest to take the same path down as Bill and Micah. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Colm, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on. Oh, der Schnee hier, der wird immer tiefer, ey. Ja, ich feiere das mit den Spuren, die wir hier im Schnee hinterlassen. Das ist so einfach nur geil. Richtig geil.
Ja, Rache war im Wilden Westen immer eine Option. Oh, Alter. This bit's deep. Guckt euch das an. Ich bleib mal ganz kurz stehen und... Alter Falter. Es sieht einfach nur toll aus. Wahnsinn, Freunde, Wahnsinn. Oh, ich liebe dieses Game einfach. Man kann gar nicht anders, man muss dieses Game einfach lieben. Maybe I should take the lead on this. They're gonna be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Down through these trees, quick. Machen wir das jetzt alleine? Ich dachte, wir checken kurz mal nur die Lage ab hier. Stay low. Okay. Wir ducken uns. Come on, follow me. Ja. Get in cover, Arthur. That feller smacked you up something. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. Pa. We don't have time to debate this. Komm, wir wagen es einfach mal. Wir wagen es. Okay, I'll go first. There didn't have much choice. Was picking his teeth off the floor. And you didn't. O'Driscoll! You're dead, you sons of bitches! Hey, Fitz, don't you die! Oh, genial! Ich würde mal sagen, raus aus der Deckung hier. Nun lauf doch. Oh. Na. Gott, bin ich gerade schlecht, das gibt's ja gar nicht. Nee, geh doch hier in Deckung. Was hat er überlebt? Gelacht. Ja, den kriegen wir auch. Jetzt holen wir uns mal den hier oben. Ja, wie er runterfällt. Genial. Yeah. Wunderbar. So, von hier wird auch noch geschossen. Da hinten. Komm aus deiner Deckung hervor. Oder treffen wir ihn vielleicht von hier. Super. Geil. Na gut, gehen wir mal ein bisschen vor. Da hinten ist noch einer. Aber wo, ich sehe ihn nicht. Da hinten.
Den haben wir erledigt. Oh, voll scheiße von hinten. Ja, hat er wirklich überlebt da hinten? Jetzt nicht mehr. So. Dann gehen wir mal wieder zurück. Helfen unseren Jungs. Schön die Munition hier aufsammeln überall. Ah, da ist noch einer. Cool. Dann plündern wir mal hier ein bisschen. Wunderbar. Ja. Geld, Munition. Oh, shit. Perfekt. Look out! More of the bastards coming out of the tree. Alles klar. Und ich schnapp mir wieder meine Waffe. Hier ist er. Gehen wir hier mal in Deckung. Ah. Oh, hier müsste einer sein, ja. Ah, da hat er sich in der Baum versteckt. Habt ihr das gesehen? Yeah, da ist das gute alte Dead Eye. Das geht jetzt ein bisschen schnell. Das sollen wir jetzt also machen. Okay? Back to the camp. We'll get what we need. Clear out. Alles klar. Nee. Wir looten hier erstmal, Freunde. Da kannst du aber für. Ich brauche ein bisschen Kohle. Jawohl. Kann ich den Hut hier auch aufheben? Oh ne, der ist kaputt. Aber ich hätte gern meinen Hut wieder. Jetzt guckt es euch mal an, wie weit es hier nach hinten gehauen hat. Habe ich denn jetzt wenigstens ein Loch da drin? Nö, schade. Na gut, die haben wir. Ah, oh, hier wimmelt es von Leichen.
Also die Action ist genial. Ich bin nur mit der Steuerung noch nicht so ganz vertraut. Da muss ich mich noch ein bisschen einspielen. Aber ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Ah, Gott, wie sie hier alle verteilt liegen. Überall die Spuren im Schnee. Ey, es ist so geil. Es ist so richtig, richtig geil. So, dann gehen wir mal zurück. Gucken wir mal, hatte ich die jetzt hier schon? Nee, hatte ich noch nicht. Okay, dich hatte ich schon. Hier irgendwas für mich? Ah, na, nu. Ja, und das Anvisieren, ich weiß nicht, aber das irgendwie macht mir das auch noch so ein bisschen Schwierigkeiten. Ihr wart doch gerade neben, so. Ach, jawohl, Munition, immer gut, immer gut, immer gut. Oh, sind wir gerade gesprungen? Ah, so kann man springen. Das wusste ich auch noch nicht. Nicht alber, ja nicht rum. Ein Rucksack? Nee, da komme ich nicht dran. Ja, dann wartet mal. Ich habe hier noch zu tun. Ich muss ja auch noch zu den gelben Punkten da hinten. Arthur, get over here. Dann geh doch hier raus. So, und dann gucken wir mal. Ach so, ach so, ach so, ach so, alles klar. Die gelben Punkte sind meine Kollegen hier. Ja, aber wie gesagt, da müsst ihr halt Verständnis für haben, dass ich hier so gut wie alles mal durchsuchen will und einfach mal gucken möchte, was man hier so alles findet. Und ich meine, es ist ja auch wichtig, vor allem Geld. Geld ist immer wichtig. Gerade in so einem Spiel wie Red Dead Redemption. Und irgendwie, ich werde das Gefühl nicht los, dass hier oben auf dem Turm, dass hier irgendwas ist. Ich meine, da ist ja nicht umsonst eine Treppe, ne? Kann man hier hoch? Man kann hier hoch. Ja, wunderbar. Dann schauen wir uns doch mal da oben um. Nee, schade doch nicht. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass ich hier oben eventuell was finde. Okay, wie sagt man so schön? Versuch macht klug. Leider nichts gefunden. Aber, so, gehen wir mal weiter. Kommen wir denn hier so kleine Lücken? Kommen wir da rein? Oh ja, kommen wir. Okay, aber diese wohl nicht. Die ist abgeschlossen. Ja, dann haben wir es ja fast, würde ich sagen. Hier waren wir drin. Ja, hier waren wir drin. Gut. Gucken wir nochmal hier oben in dem Haus. Haben wir dich? Ja, dich kann ich nicht plündern. Okay. Ah, alles Ruinen hier. Alles Ruinen. Na gut, dann gehen wir zurück. Jetzt gehen wir zurück. Jetzt haben wir alles abgelootet. So, welches ist mein Gaul? Mein Gaul ist dieser hier, genau. Gut, ich muss die jetzt wieder... Ist das richtig oder ist es nicht richtig? Ah, okay.
There, boy. Okay. Und was bezweckt das jetzt? Kann ich jetzt auch sitzen? Nee. Also das verstehe ich gerade noch nicht. Gut, kann ich hier aufsitzen? Nee, das ist auch nicht. Doch, hier, das ist. Nee, auch nicht. Ach, ich soll gar nicht aufs Pferd, ich soll hier hin. Good work, boys. Now, let's tear this place apart. Bill, you go search that wagon there. Mike, search that building. Arthur, you take that building to the left. All right, man, quick. Find those detonators, explosives, anything you can. Let's go. Okay. Er will den Laden also in die Luft sprengen. What have we got here? Perfect. Plans. Schlangenöl. Aber was nicht alles gibt hier. Here. This looks good. What do you think, Bill? Well, looks fine. Smells good. Come on. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah? Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. All right, let's get out of here. Proud of you boys, all of you. Alles klar. Down. Good work, fellers. Not bad for some starving down and outs. They can pummel us hard as they like, but we will always get back up and fight. That's who we are. Outlaws for life, fellas. Wait until we have John, Mac, Charles and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Well, you didn't get combed, but this head'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know, he'll come after us. Oh, of course he will. Just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. Oh ja, darauf den Zug zu überfallen, da freue ich mich auch schon drauf. Aber richtig. All right, dig in, fellas. Let's make some ground. Alles klar, dann machen wir mal. Hey, you see that fella? Wasn't he at the camp with Combe? Leave him to me. All right, we're heading back. Just bring him back alive. He could be useful. Okay, you got it. Oh. Ich soll ihn also mit dem Lasso fangen. Alles klar, ich will das Lasso aus. Ah, da ist er. Go!
What the hell did I do? Ah, ich glaube, ich muss näher ran. Ich hab ihn. Jawohl. Ein, zwei gedrückt. Und vom Pferd steigen. You're coming with me. Oh, yeah. God, no. Wie der Hut runtergefallen ist. Einfach nur herrlich. I'm no use to you, really. Look at the floor for a bit. Es ist geil, es ist geil, es ist geil, es ist geil. So. What's your name, boy? I don't know. You don't know your name? It's Kieran. Kieran what? Duffy, Kieran Duffy. Well, I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where oh, are you taking yeah. me? Somewhere das you ain't es, gonna like. Das ist es. Why? What are you gonna do to me? Some fan you ain't gonna like. Ja, das glaube ich auch, dass ihm das nicht gefallen wird. Freunde, die Folge ist vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr bei mir eingeschaltet habt. Ich würde mich über ein Like oder ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, schaut doch morgen wieder vorbei, wenn es weitergeht mit dem Let's Play zu Red Dead Redemption 2. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe bis morgen. Macht's gut. Ciao, euer Gonzo.